Einen wunderschönen Samstagnachmittag und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Ja, schön, dass einige Leute schon da sind. Schon sehr viele Leute tatsächlich sogar, zu dieser auch recht frühen Stunde, sag ich mal. Willkommen euch alle. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet soweit bisher ein gutes Wochenende, einen schönen Samstag. Und ja, wir werden heute mit Monster the Rise weitermachen. Zuerst mal vor allem auch für dich, Kenneth, ganz wichtig. Zuerst mal werden wir uns jetzt aber ganz kurz den Release-Trailer von gestern anschauen. Da scheint es ja noch irgendwie ein bisschen was Besonderes zu geben. Scheinbar ein bisschen Neuigkeiten auch noch. Deswegen machen wir vielleicht das, bevor das irgendwie gedroppt wird. Geht nur 2 Minuten, der Trailer, deswegen gucken wir den kurz. Brauchst du einen Link? Wenn du einen hast, hau ihn raus, weil ich habe noch keinen rausgesucht. Wenn du einen hast, dann wie gesagt, sehr gerne. Wie gesagt, dann machen wir das eben ganz kurz. Dann passt das, ich sag mal, maximal 10 Minuten Spoilerwarnung, vielleicht 15 Minuten. Mehr kann es eigentlich nicht sein, weil mehr kann man nur 2 Minuten eigentlich nicht labern. Deswegen, wie gesagt, kleine Spoilerwarnung dahingehend an alle, die nicht gespoilert werden wollen über irgendwas. Scheint irgendwas Post-Release-mäßiges zu sein oder Post-Game-mäßiges. Deswegen schauen wir auf hier. Oder was DLC-mäßiges. Schauen wir uns das auf jeden Fall gleich mal rein. Es gab gestern noch einen Release-Trailer. Habe ich gerade auf YouTube nicht gesehen. Ja, doch, den habe ich gesehen. Irgendwie The Hunt is On oder so irgendwas. Oder die Jagd beginnt oder so irgendwas. Irgendwie so. Also mir wurde tatsächlich angezeigt. Ich habe gesehen, dass da ein Trailer kam. Ich dachte mir nur, wen juckt ein Release-Trailer, wenn ein Spiel released wird? Aber wenn sie tatsächlich noch irgendwelche Update-Neuigkeiten bringen, ist es ja tatsächlich ganz interessant. Dann können wir uns das ja auf jeden Fall ansehen. Ganz ist leider noch nicht da. Ah, das ist ärgerlich. Das tut mir leid, Silver Sakura. Tut mir leid zu hören. So, aber auf jeden Fall nochmal ganz schnell willkommen zum Stream, Garuga. Willkommen, Kenneth. Willkommen, Gamerzweig. Willkommen, Nixios. Willkommen, Miro. Willkommen, Silver Sakura. Willkommen, Servius. Willkommen, Skiller. Willkommen, Flave. Willkommen, Bernsteinkralle. Willkommen, ZDF. Willkommen, Lukas. Willkommen, Nixios, habe ich schon gesagt. Willkommen, Buranchi. Nixios hat sich da nochmal reingeschmuggelt. Willkommen, Matrixmann. Willkommen, Marcel. Und willkommen an alle Leute, die entweder nicht im Chat sind oder die ich jetzt vergessen habe. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. schön. Gut, wie gesagt, dann hauen wir den Trailer raus. Dankeschön für den Link. Und dann gucken wir den uns kurz an. Und dann machen wir weiter mit Rise. Spoiler sind mir egal. Werde ich ewig brauchen für das Spiel. Ja, ich denke mir, jeder Spoiler ist ein Spoiler weniger, den ich im Chat lesen kann. Ne? Also dritte dringende Quest eben gemacht. Ey, Glückwunsch. Nice. Mehr Reichsrandale. So sieht's aus. So, das kleine Linkchen. Wunderschön. Dann gucken wir da mal rein, was es da so Schönes zu sehen gibt. Ich bin sehr gespannt, was sie jetzt noch raushauen. Schaust du ein bisschen so aus wie ein Freund von mir? Okay. Wer weiß, vielleicht gibt es da Zusammenhänge. Gott, jetzt sehe ich erstmal richtig rot aus. Diese Trailer sind immer so schlimm. Okay, Monster Hunter Rise Launch Trailer. Let's go. Schauen wir uns an. 1,51 geht da. Gucken wir mal rein, was es so zu sehen gibt. Okay. Wir haben auf jeden Fall noch mal ein paar alte Biester. Ja, das ist halt schon spoilerhart. Monster Hunter Rise. Wunderschön. Gestern durften wir schon einiges erleben. Wunderschöne Sache. Jagd hat begonnen, definitiv. Was können wir jetzt machen? Was gibt es Neues zu sehen? Weil das sind alles wunderschöne Sachen, aber die kennen wir ja schon. Wirren reiten haben wir schon probiert. Warum eigentlich Rise? Weil man jetzt aufsteigen kann, weil du nach oben klettern kannst mit den Seilkäfern. Deswegen. Okay. Wunderschön. Kräftige Kombos. Kämpfe ums Überleben. Kamura, ja. Kämpfe ums Überleben von Kamura vor allem auch. Die Randale bin ich sehr gespannt. Haben wir ja schon viel von gesehen. Wahnsinnig coole Sache.
Und er nun, ne? Gucken wir mal. Nice. Okay. Schicker Trailer. Oh, kostenloses Update. Ich wollte gerade sagen. Neues Monster. Du sagst... Oh, shit. Okay. Oh, oh. Apex Rathalos. Oh, sie bringen also auch neue von den Biestern rein. Holy. Okay. Interessant. Sehr, sehr interessant. Krass. Okay, jetzt sehen wir's. Kommt scheinbar doch noch ein bisschen was. Version 2.0, die gehen tatsächlich ordentlich nach oben, ne? Wäre das nicht irgendwie 1.6 oder was weiß ich? Holy, okay. Er sah richtig fies aus. Okay. Haben wir schon mal zwei. Mal sehen, wie viele Monster wir noch bis... Ja, die Demo juckt jetzt nicht unbedingt viele Leute mehr, oder? Holy. Krasse Sache. Oh, hier ein bisschen unsichtbar kommt. Ihr wusstet auch noch nichts vom ersten Biest, von Camellios. Camellios kam schon im letzten Trailer, ne? Oh, wow, okay. Mies, sehr, sehr mies. Aber cool, dass sie da so arbeiten. Weil das hatte ich ja ein bisschen gehofft, dass da tatsächlich die Randale auch noch ein bisschen geupgradet wird, sage ich mal. Das ist halt eine super gute Möglichkeit, die endlos auszuweiten. Und scheinbar machen sie es ja. Also ist ja definitiv hier Randale-Gebiet, sage ich mal. Deswegen super interessant. Und ich meine, er sieht aber bloß richtig fies aus, ne? Gott. Was für ein fieses Teil. Okay, sehr, sehr cool. Ich meine, da hinten haben wir, glaube ich, nichts mehr. Ich meine, die Demo und die zusätzlichen Sachen. Cool. Sehr, sehr cool. Gut, das haben wir ja. Haben wir schon die meisten Sachen davon zumindest benutzt. Mega coole Sache. Schön. Schön, dass sie gleich solche Updates raushauen. Finde ich sehr cool. Absolut. Okay. Was? Ich spoiler, please. Ja, im Moment sind Spoiler ja nicht so schlimm, ne? Am besten nicht unbedingt viel spoilern. Aber es passt das. Also es gibt andere Apex-Monster, aber es ist nicht dasselbe Apex. Und ja, aber im rechten Auge soll es ein Anspiel auf Monster in der Story sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist aber bloß was Unterschiedliches. Ich weiß nicht mal, ich sehe es. Oh ja, tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass es theoretisch eine Storys-Anspielung ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei Spoilers setze ich Leute auf die Schildtreppe. Das klingt gut. Im Moment sind wir ja noch im Spoiler-Territorium. Aber jetzt am besten die Spoiler wieder einstellen. Das war der Trailer. Kleines, süßes Ding. Schön, dass wir es angeschaut haben. Ich bin sehr hyped darauf. Ende April. Das wird krass. Gleich zwei neue Biester. Plus vielleicht noch diverse andere, ne? Mal sehen, ob wir wirklich noch weitere Trailer bekommen. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Gut, wunderschön. Dann, wie gesagt, war's das mit dem Trailer. Für YouTube theoretisch lade ich den auch dann morgen schnell hoch. Also am Sonntag. Also jetzt, wenn ihr seht, auf YouTube. wir machen jetzt natürlich gleich weiter mit Arise. Das heißt, ich switche hier nochmal kurz rüber. Ja. Dann, wie gesagt, am besten wieder Spoiler einstellen. Wäre sehr schön. Wir legen gleich los mit Rise. Ich stelle dann bloß noch ganz kurz den Titel nochmal richtig ein. Und wie gesagt, dann geht's gleich los. Bleibt also eine ganz kurze Sekunde dran. Wie gesagt, gleich geht's weiter.